Wie laut muss ich eigentlich aufnehmen? Und ist es schlimm, wenn ich zu leise aufnehme? Und wenn ich zu leise aufgenommen habe, klingt es dann schlechter oder rauscht es dann mehr? Das sind nur drei Fragen, die ich regelmäßig im Zusammenhang mit dem Aufnehmen von Podcasts, Gesang oder auch von Instrumenten zugeschickt bekomme. Grund genug also, sich damit mal genauer auseinanderzusetzen, damit du dich demnächst bei deiner nächsten Aufnahme sicher fühlen kannst, dass du nichts verkehrt machst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. So eine Aufnahme ist ja relativ zügig gemacht, ne? Einfach Mikrofon verkabeln, dann in den Preamp oder ins Audio-Interface reinstecken, kurz einpegeln, Aufnahme drücken in der DAW und ruckizucki hat man einen Podcast, einen Gesang oder vielleicht auch ein Instrument aufgenommen. Soweit, so gut. Wenn nur dich die Frage wäre, mit welchem Pegel man denn eigentlich aufnimmt. Wie laut muss ich denn eigentlich einpegeln, damit ich ein vernünftiges Signal in den Rechner reinbekomme? Früher gab es ja diesen Mythos, dass man so laut wie möglich aussteuern musste, ne? Dass man also wirklich dafür sorgt, dass der Abstand zwischen dem Nutzsignal, also zum Beispiel deiner Stimme, und dem Bandrauschen, früher wurde ja auf Band aufgenommen, dass der möglichst groß ist, damit man nicht so viel Rauschen hat. Das ist allerdings heutzutage absoluter Unfug und Quatsch. Heutzutage, wenn man mit modernem Equipment aufnimmt, mit modernen DAWs aufnimmt, dann ist dieses zu laut aufnehmen eigentlich eher ein Problem. Denn was passiert, wenn du zu laut aufnimmst? Dann kann es passieren, dass einzelne Peaks, zum Beispiel von deiner Stimme, du lachst zum Beispiel laut auf in einem Podcast, dass sie dann über die virtuelle Grenze von 0 dB, die digitale 0 dB drüber geht, das ganze Signal dann an der Stelle übersteuert wird. Bei einem Lacher ist das vielleicht noch kein Problem. Wenn du aber dauerhaft zum Beispiel die Overheads von deinem Schlagzeug übersteuert aufnimmst, dann kriegst du das einfach nicht mehr korrigiert. Also gilt es da irgendwie ein goldenes Mittelmaß zu finden. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch immer Angst, zu leise aufzunehmen, was aber heutzutage tatsächlich kein Problem mehr ist, wenn man eine Einstellung, also eine wichtige Einstellung in der DAW richtig vorgenommen hat. Und zwar sollte man einstellen, dass man seine Aufnahmen mit 24 Bit vornimmt, also mit einer Auflösung von 24 Bit. Eine CD hat ja 16-Bit-Auflösung, was für die CD okay ist, aber bei unseren Aufnahmen sollten wir mindestens 24 Bit einstellen. Nur dann stellst du sicher, dass du mit der möglichen Auflösung aufnimmst, die dir sicherstellt, dass du kein extra Rauschen dir einfängst oder dass es mal problematisch wird, zu leise aufzunehmen. Wenn du dich dafür interessierst, was da technisch hintersteckt, dann kannst du mal auf dieses Video hier oben klicken, da habe ich das schon mal genauer erklärt. Jetzt musst du nur so viel wissen, geh in deine Audioeinstellungen, da wo du auch die Sample Rate von deinen Aufnahmen einstellst und überprüfe, ob du mit 24 Bit aufnimmst, also mit einer Auflösung, mit einer Bitrate von 24 Bit. Wo du das genau bei Logic Pro X und bei Studio One einstellen kannst, das findest du im Blogartikel zu diesem Video. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da erkläre ich dir das genau. Für Cubase und für Pro Tools können es die Wissenden ja unten mal in die Kommentare reinschreiben. Hast du jetzt also diese Aufnahmeeinstellung vorgenommen, du nimmst mit 24 Bit auf, sollte es eigentlich kein Problem mehr sein, mit zu geringem Pegel aufzunehmen. Zu viel Pegel ist immer ein Problem, egal mit welcher Auflösung du aufnimmst, aber zu wenig Pegel sollte eigentlich im Prinzip kein Problem sein. Bleibt noch die Frage, handle ich mir denn eigentlich Probleme ein, wenn ich mit zu geringem Pegel aufnehme? Also klingt es schlechter oder rauscht es mehr? Und zu dem Zweck habe ich Testaufnahmen gemacht. Ich habe mich also hingesetzt und habe einfach mal Singer-Songwriter-mäßig aufgenommen mit Gitarre und Gesang. Und um einen Podcast zu simulieren, habe ich auch aus einem Buch vorgelesen, aus einem Sandmännchen-Nacht- oder Abendgeschichten-Buch habe ich einfach mal vorgelesen, einen Podcast simuliert. Beide Aufnahmen habe ich parallel gemacht, einmal mit einem größtmöglichen Pegel, also so, dass ich gerade noch nicht verzerre, und einmal mit dem Pegel 15, teilweise sogar 20 dB unten drunter, also so, dass du in der DRW noch nicht mal einen Ausschlag von der Wellenform siehst, die ich aufnehme. Und das hören wir uns dann auch gleich mal direkt an in der DRW, ob das wirklich einen Unterschied macht, klanglich, ob das schlechter oder besser klingt, ob es mehr Rauschen ist und so weiter. Und wenn du das selber überprüfen möchtest, kannst du dir die Spuren auch sehr gerne selber runterladen. Wenn du hier mich bei YouTube unterstützt über den Knopf Mitglied werden hier unter dem Video. Ich glaube, hier ist das auf der Seite oder auf der Seite. Du wirst es schon sehen, wo es steht. Auf jeden Fall, wenn du mich darüber unterstützt, kannst du dir da die Aufnahmen runterladen, die ich hier gleich noch in der DRW zeige. Und wenn du Zugang zum Basis- oder Premium-Bereich haben solltest im Recording-Blog, dann findest auch du da in dem Download-Bereich die Spuren zum Runterladen. Kannst du mal selber rumtüfteln und gucken, ob das tatsächlich einen klanglichen Einfluss hat, wenn man zu laut oder zu leise aufnimmt. Wir gehen jetzt mal in die Session rein und schauen uns mal an, wie das Ganze klingt. Und vor allem zeige ich dir natürlich,
wie du den perfekten Aufnahmepegel für deine Aufnahme findest. Wahrscheinlich das, wofür du dich am meisten interessierst. Und das gibt's dann gleich in der Session. Falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir zeigst über einen Daumen nach oben. Schenk mir ein bisschen Liebe, mir und dem Recording-Blog. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und ich bin schon sehr gespannt, ob du danach deutlich sicherer beim Einpegeln bist. Nein, ich bin nicht gespannt. Ich bin ziemlich sicher. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und als erstes wollen wir uns mal damit auseinandersetzen, das Mikrofon richtig einzupegeln. Dabei gilt es im Prinzip nur eine Regel einzuhalten. Achte darauf, dass die lautesten Signalanteile, die ins Mikrofon reinkommen könnten, dass die nicht über die 0 dB-Grenze hinausgehen. Du hast ja zum Beispiel bei dir in der DRW im Kanalzug, wenn wir hier mal schauen, dieser Kanalzug, der hier gerade aktiv ist, hast du hier diese Pegelmessanzeige und ich habe den mal auf Aufnahme gestellt. Das heißt, hier kommt auch schon Pegel rein und du solltest achten, dass du eben nicht über diese 0 dB-Grenze hinausgehst, denn alles, was über die 0 dB hinausgehen würde, wäre auf jeden Fall verzerrt. Wenn du ganz sicher gehen möchtest, ist es auf jeden Fall gut, wenn du dich so ungefähr bei den lautesten Stellen im Bereich minus 10 bis minus 6 dB aufhältst. Ne? Die Stimme zum Beispiel ist ja sehr dynamisch, da kann man sehr laute Anteile mitmachen. Guck, dass du die lautesten Anteile in diesem Bereich hast. Bei mir in der DAW wird es hier im Kanalzug angezeigt. Vielleicht hast du auch so einen fancy Mixer, der zu deinem Interface gehört. Hier ist zum Beispiel auch so eine Pegelanzeige, die zu meinem Mixer, zum Universal Audio X8 gehört. Da wird das auch angezeigt. Um jetzt den richtigen Pegel zu finden, stellst du einfach dein Mikrofon vor die Klangquelle. Bei einer Snare zum Beispiel vor die Snare, nimmst den Stock und haust drauf. Oder bei der Stimme, so wie ich, stellst du dich jetzt einfach im passenden Abstand vor dein Mikrofon, mit dem du dann später auch aufnehmen willst und gibst dann mal Laute rein. Also richtig laute Äußerungen. Wie gesagt, beim Instrument versuch möglichst laut zu spielen und hier bei der Stimme achte mal drauf, dass du möglichst laut reinsprichst. Und guck dann, dass du hier im Pegelmesser angezeigt bekommst ungefähr minus 10 bis minus 6 dB. Bei minus 6 ist schon sehr laut, aber du kannst auf jeden Fall sicher sein, dass du dann eigentlich immer noch im Rahmen des Nötigen sein solltest, um nicht irgendwelche zufälligen Übersteuerungen zu haben. Also, Pegelmesser jetzt einfach mal. Ich stelle die mal beide virtuell nebeneinander, damit du siehst, dass Logic und Universal Audio gleich messen. Und dreh jetzt mal am Gain-Regler. Bei dir ist das vielleicht direkt am Interface ein Knopf, den du drehen musst. Ich kann das hier virtuell machen mit der Maus und dreh jetzt einfach mal hier am Gain-Regler rein, sodass wir hier den passenden Pegel auf jeden Fall zusammenbekommen. Also, los geht's. Hey, 1, 2. Also ein bisschen mehr darf es dann schon sein. Hey, 1, 2. Hey, hey, hey. Noch ein bisschen. Hey, 1, 2. Hey. So, das war es im Prinzip schon. Du hast gesehen, ich habe hier wirklich sehr laut reingesprochen ins Mikrofon. Das wird wahrscheinlich in einem normalen Gesang oder bei einem normalen Podcast gar nicht so laut kommen. Aber wir können auf jeden Fall sicherstellen, dass selbst die lautesten Anteile nicht auch nur in die Nähe von mir, von 0 dB kommen. Und wenn ich jetzt hier mal ganz normal reinspreche, wir sind rausgekommen bei 44 dB Verstärkung, die wir jetzt hier angezeigt bekommen. Da haben wir also einen vernünftigen Pegel, mit dem wir einigermaßen aufnehmen können und mit dem wir sicherstellen können, dass wir auf jeden Fall gutes Material aus Band kriegen. Was ich aufs Band bekommen habe oder wie das ausgesehen hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Also viel Spaß. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there. My troubles out the door, I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. On so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying here with you. Der kleine Zauberer und der Löwe. Als der kleine Zauberer in die Stadt kam, herrschte große Aufregung. Die Menschen rannten umher wie ein aufgescheuchter Bienenschwarm. Sie schrien und fuchtelten wild mit den Armen, die Hunde bellten und die Katzen standen auf den Gartenzäunen und machten riesengroße Buckel. »Was ist geschehen?« fragte der kleine Zauberer den Polizisten. »Der Löwe ist los«, schrie der Polizist. »Er ist aus dem Zoo ausgebrochen und nun streicht er durch die Stadt.«
So, ich hoffe, du hattest ein kleines bisschen Spaß bei der Aufnahme und wenn du den fertigen Song hören möchtest, kannst du das gerne machen auf meinem Soundcloud-Account. Da findest du einen Link unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns als erstes mal die Sprachaufnahme an, wo ich den Podcast simuliert habe mit der schönen Geschichte vom Löwen und dem kleinen Zauberer. Du siehst hier schon, dass die Aufnahmen deutlich unterschiedlich angezeigt werden. Hier oben sehen wir die Aufnahme, bei der ich nahezu keinen Headroom nach oben gelassen habe, die ich also relativ offensiv eingepegelt habe. Dadurch, dass ich aber wusste, dass ich hier relativ sonor und mit nicht zu großen Pegelsprüngen einlesen werde, war das noch gefahrfrei machbar. Aber ich hätte jetzt hier zum Beispiel nicht mehr irgendwie laut auflachen dürfen oder sonst was. Das hätte schon schief gehen können. Auf der anderen Seite siehst du darunter, dass hier nahezu keine Wellenform angezeigt wird. Und ich habe die Spur passend benannt, wie du hier siehst. Ich habe mit minus 20 dB im Vergleich zur anderen Spur aufgenommen, also viel zu leise. Was natürlich dazu führt, dass hier erstmal keine Wellenform angezeigt wird. Es ist ja wenig Pegel reingekommen. Aber hat das jetzt auch klangliche Auswirkungen? Um das vergleichbar zu machen, müssen wir natürlich beide erstmal auf denselben Pegel heben. Das obere bleibt jetzt einfach mal so, wie es ist, ist auch komplett unbearbeitet. Da ist jetzt auf der Spur auch nicht ein Plugin drauf, wie man hier sehen kann. Hier nichts draufgeladen. Aber wir gucken mal, dass wir jetzt mal den Pegel von dem anderen Signal angehoben bekommen. Das mache ich einfach über Clip Gain. Ich weiß ja, dass ich es 20 dB leiser aufgenommen habe. Dann kann ich es einfach aktivieren hier, kurz anklicken und dann hier über Clip Gain in Logic einfach eingeben, dass ich hier 20 dB draufsetze. Und du wirst dann sehen, dass die Wellenform sich schon deutlich ändert. Die sieht ein bisschen grober aus als oben darüber. Das sieht ein bisschen feiner aus. Das ist aber erstmal nur ein optischer Unterschied. Aber gibt es auch einen akustischen Unterschied? Und da wollen wir jetzt mal reinhören. Ich blende dir mal ein, welche Spur du genau hörst. Also entweder die ich mit dem fast zu offensiven Pegel aufgenommen habe und die ich mit dem leisen Pegel aufgenommen habe. Und achte mal drauf, ob du einen klanglichen Unterschied hörst bei der Spur, die ich jetzt um 20 dB lauter gemacht habe. Achte mal auf der einen Seite darauf, ob sich das klanglich ändert und auf der anderen Seite, ob du mehr Rauschen hörst. Ich bin mal sehr gespannt, ob mir überhaupt was auffällt. Also wir schalten mal dynamisch zwischen den beiden hin und her und gucken mal, was der Unterschied zwischen den beiden ist oder ob es überhaupt einen gibt. Der kleine Zauberer und der Löwe. Als der kleine Zauberer in die Stadt kam, herrschte große Aufregung. Die Menschen rannten umher wie ein aufgescheuchter Bienenschwarm, sie schrien und fuchtelten wild mit den Armen, die Hunde bellten und die Katzen standen auf den Gartenzäunen und machten riesengroße Buckel. »Was ist geschehen?« fragte der kleine Zauberer den Polizisten. »Der Löwe ist los!« schrie der Polizist. »Er ist aus dem Zoo ausgebrochen und nun streicht er durch die Stadt.« »Ich werde ihn fangen«, rief da ein schmächtiger Mann mit einem Federhütchen. Er schwenkte ein Schmetterlingsnetz und rannte los, und weil der kleine Zauberer den Löwen sehen wollte, lief er schnell hinterher. Der Löwe saß auf einer Mülltonne und er war sehr schön. Aber er war auch sehr groß und darum machte der Mann mit dem Schmetterlingsnetz gleich 100 Schritte zurück. Da standen nun alle Einwohner der Stadt in einem weiten Halbkreis und sie redeten und schrien und keiner wagte sich an den Löwen heran. Also ich glaube, entschuldige übrigens, dass ich gerade das mit dem Solo ein bisschen ausgerutscht bin. Ich glaube, dass also zumindest dir und mir kein Unterschied aufgefallen. Ich habe keinen Unterschied jetzt gehört. Deswegen würde ich sagen, selbst die Aufnahme, die eigentlich 20 dB zu leise geraten ist, hat jetzt hier akustisch tatsächlich für mich keinen großen Unterschied gemacht. Wir können ja mal ins Rauschen hinten reinhören. Ich habe extra hinten ein bisschen gewartet und habe hier eine Stelle noch ein bisschen offen gelassen, wo ich nichts gesagt habe. Wir gucken mal, dass wir hier mal einen Takt finden, wo nichts ist, wo nichts gesprochen wird, aber wo wir vielleicht gucken können, ob sich das Rauschen ändert. Und du kannst ja an der Stelle mal deine Anlage richtig aufdrehen. Ich werde jetzt auch nichts sagen. Kannst die Anlage richtig auflegen und dann zähle ich aber hier im Bild 3, 2, 1 zurück, bevor ich dann wieder anfange zu sprechen. Dementsprechend guck mal hier, dass du, ob du da einen Unterschied hörst. Auch da wieder Unterschied. Ich blende wieder ein, welche Spur du gerade hörst. Also jetzt wird es wirklich spannend. Ich mache es bei mir auch mal laut. Also pff.
Also ich habe keinen Unterschied gehört. Ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich keinen Unterschied gehört. Das Rauschen scheint dasselbe zu sein. Mit anderen Worten, wir können auch sicherstellen, dass selbst wenn du eine Aufnahme zu leise gestaltest, dass du dir nicht zusätzliches Rauschen einfängst. Das ist das Standardrauschen, was sowieso aufs Band kommt oder jetzt hier in die DAW reinkommt, wenn man halt mit analogen Geräten aufnimmt. Also da können wir schon mal sicher sein, wir haben keine klangliche Veränderung in der Sprache. Wir haben keine klangliche Veränderung oder kein zusätzliches Rauschen uns eingefangen. Hören wir uns das Ganze am besten nochmal eben kurz Proof of Idea, wie man es auch immer nennen möchte auf Englisch. Wir überprüfen einfach nochmal die These an zwei Aufnahmen, die wir ja jetzt hier mit der Akustikgitarre und dem Gesang gemacht haben. Und auch hier mache ich es mal, dass ich hier die beiden Spuren, die ich hier zu leise aufgenommen habe, hier, die habe ich in dem Fall jetzt mal 15 dB zu leise aufgenommen. Also nicht 20, sondern nur 15. Das hängt damit zusammen, dass ich mit der Akustikgitarre leider nicht weiter runtergekommen bin. Also die heben wir mal um 15 dB an, weil ich die 15 dB leise aufgenommen habe. Und auch hier wird sich wieder die Wellenform ein bisschen anpassen, wie du hier siehst. Und jetzt schalten wir einfach mal zwischen den beiden Aufnahmen hin und her. Ach komm, wir machen noch einen kleinen Trick. Ich habe hier nämlich noch so eine etwas breiter Mach-Spur eingefügt. Falls du dich dafür interessierst, wie man die Akustikgitarre damit breiter machen kann, kannst du ja mal Akustik breiter unten in die Kommentare reinschreiben. Das ist ein kleiner Trick, den ich gemacht habe. Noch so eine kleine zusätzliche Spur, die an den Seiten noch ein kleines bisschen anhebt. Aber hat überhaupt keinen Einfluss auf den Klang, vor allem nicht auf das, was wir eigentlich abprüfen wollen, also überprüfen wollen, nämlich ob das leiser aufgenommene Signal, was wir dann lauter gemacht haben, ob das unterschiedlich klingt. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zwischen den beiden Spuren hin und her schalten. Zu dem Zweck gehe ich hier mal unten in meinen Mischer rein und schalte hier mal einmal zwischen der lauter Spur, die du hier siehst, da kommen die beiden Signale an von den Gitarren und vom Gesang, und zwischen der leiser Spur hin und her. Ich blende dir wieder ein, was du hörst, und auch jetzt wird es wieder spannend und wir hören auch gleich vielleicht nochmal kurz ins Rauschen rein, ob sich das verändert hat. Aber jetzt zuerst mal die Musik. Also El Musique wird jetzt abgefahren ohne Loop. Hier, los geht's. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. 'Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. On so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying here with you. Der gute Bob Dylan, der diesen schönen Song geschrieben hat, Wahnsinnswerk, also ich bin total begeistert. Ich hatte richtig Spaß beim Aufnehmen, aber ich habe keinen Unterschied gehört und ich habe ja wirklich wild hin und her geschaltet zwischen den beiden Aufnahmen, also die, die ich mit dem etwas erhöhten Pegel aufgenommen habe und die, mit ich eigentlich zu leisem Pegel aufgenommen habe. Also auch hier kein Unterschied. Du kannst also sicher sein, selbst wenn du irgendwann mal zu leise aufnehmen solltest, solange du die 24-Bit-Auflösung eingestellt hast in deiner DAW, kannst du sicher sein, dass du klanglich keine Einbußen hast. Und wir gucken auch hier am Schluss nochmal, ob wir eine Stelle mit Rauschen finden, wo wir zwischen den beiden hin und her schalten können. Mal gucken, ob dieser Takt hier einigermaßen geeignet ist. Und ich zähle gleich wieder runter, wenn ich dann, kurz bevor ich wieder anfange zu sprechen, dreh also ruhig mal die Anlage auf und hör mal, ob das tatsächlich bei dir was ausmacht oder nicht. Also jetzt bin ich immer wirklich gespannt. Los geht's. Kein Unterschied. Das heißt also, ob du wirklich am maximal möglichen Level aufnimmst und riskierst, dass du vielleicht eine Übersteuerung hast, oder ob du einfach ein bisschen drunter bleibst oder auch deutlich drunter bleibst, hat keinen Einfluss sowohl auf den Rauschpegel als auch auf die Klangqualität. Mit anderen Worten, wir können festhalten, du kannst den richtigen Pegel finden, indem du maximal mögliche Laute oder Geräusche reingibst in dein Mikrofon und sicherstellst, dass du irgendwo zwischen minus 10 und minus 6 dB landest. Dann bist du auf der total sicheren Seite und kannst auf der anderen Seite
Seite sicher sein, wenn du mal wirklich aus Versehen zu leise aufnehmen solltest, aber mit 24-Bit-Auflösung aufgenommen hast, dann hast du kein Problem, dann brauchst du dir keine Sorgen machen, denn die Qualität deiner Aufnahme hat dann nicht gelitten. Ich hoffe, das hilft dir ein kleines bisschen weiter und wenn du damit Erfahrung gemacht hast, schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare, was bei dir weitergeholfen hat, den richtigen Pegel zu finden. Und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!